die Adlerapotheke in Wandsbek. Seit 18 Uhr wird hier bereits geimpft. Bis 22 Uhr noch. Für gesetzlich Versicherte kostenlos. Das Angebot hier, eine Ergänzung zum Impfen in den Arztpraxen. Weil wir natürlich auch Patienten erreichen, die vielleicht gar keinen Hausarzt haben. Wir erreichen ja auch viele jüngere Patienten oder Kunden, die sich gerne impfen lassen wollen. Und wir bieten Zeiten an, die ja gar nicht mit den Ärzten konkurrieren. Wir impfen häufig in den frühen Abendstunden. Und das ist einfach für viele interessant, die zu normalen Zeiten gar nicht zum Arzt kommen oder sich dafür freinehmen müssen. Sowohl gegen die Grippe als auch gegen Corona kann man sich den Impfschutz abholen. Die Termine dafür kann man sich über das Internet besorgen. Im zweiten Jahr findet die sogenannte lange Nacht des Impfens hier statt. Die Nachfrage danach soll es aber schon viel länger geben. In anderen europäischen Ländern impfen die Apothekerkollegen ja schon seit Jahren auch mit großem Erfolg. Und wir könnten uns auch vorstellen, noch weitere Impfungen durchzuführen in der Apotheke. Ich glaube, das wäre auch gut machbar. Immer nicht in der Situation, dass wir jemandem Konkurrenz machen, speziell den ärztlichen Kollegen, sondern dass wir einfach alle zusammen die Impfquote erhöhen wollen. Organisiert wird die Impfkampagne vom Apothekerverband. Denn normalerweise sind es nur die Ärzte, die eine Schutzimpfung vornehmen dürfen. Mit entsprechender Zusatzausbildung ist es aber auch den Apothekern erlaubt. Dafür gibt es extra Qualifikationskurse, sowohl einen theoretischen umfangreichen Teil als auch einen kurzen praktischen Teil. Und das wird in der Regel dann in den Monaten vorher durchgeführt. Die Apothekerkammern bieten immer wieder solche Kurse an, die dann auch sehr reichlich angenommen werden. Aber nicht nur in Wandsbek wird geimpft. Über die ganze Stadt verteilt finden sich Apotheken, die teilnehmen. Bislang sind es 9, aber auch andere zeigen Interesse. Auch bei vielen Hamburgern kommt das niedrigschwellige Angebot an. Sehr gut, weil manche Hausärzte, die gehen mir alle auf. Ja, wo sollen wir denn noch hin? Ich finde die Möglichkeit toll. Und mein Mann zum Beispiel möchte das gerne benutzen. Und warum sollen das nicht auch Apotheken machen? Das sind ja Fachkräfte. Das Impfangebot beschränkt sich nicht nur auf den heutigen Abend. Der Apothekerverband möchte in Zukunft weitere Angebote anbieten.